So, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind gerade von dem Schiff der Allianz geflohen. Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Okay. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Cortana lässt mich halt nicht ausreden. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Danke, Cortana. Gut, dann steigen wir mal mitten rein ins Gemetzler. Und ab geht's! Komm schon! Los, los, los! Hat ja so ein bisschen Medal of Honor-Stil hier, wie man an der Küste landet. Mitten im Gefecht. Die Jungs warten nur auf uns. Aus dem Weg! Dort ist es! Gehen wir! Okay, die haben wir sauber erwischt mit der Granate. Alter, das würde einer von uns. Ja, Entschuldigung. Und los geht's. Ja. Komm denn? Schießen die sich gegenseitig ab da hinten? Okay. Ich hab was abgekriegt. Du Armer. Oh. Ja, Entschuldigung, Mann. Das war's schon? Schade. Hat jemand einen Warthog angefordert? Wusste nicht, dass Sie Hausbesuche machen, Frau Hämmer. Sie kennen unser Motto. Wir bringen. Das muss echt ein krasses Gefühl sein, wenn man diesen Ring sieht, der einen komplett umgibt und man weiß, dass das eigentlich einfach nur eine Riesenbombe ist, die jeden Augenblick gezündet werden könnte. Oh. Hey! Danke! Tritt drauf! Oh, jetzt geht's wieder los mit der Steuerung. Okay, also vorwärts. Suchen wir den Kartenraum, dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums. Ja, und wo? Da lang? Da lang? Wir fahren jetzt einfach mal hier lang. Von der anderen Seite sind wir gekommen, also können wir nicht so verkehrt sein. Ich hoffe nur, dass es mit der Steuerung... Jawohl. Jetzt haben wir sie. Ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Aber auch nur ein bisschen. Da, schießen ab. Und los! Ups. Der ist platt. Ja, und der da oben? Der noch nicht? Schieß ihn ab da! Muss man ja alles alleine machen? Mist! Hier kommt Nachschub! Da oben! Ich sehe sie! Dann schieß ihn ab! Jawohl! So hab ich mir das vorgestellt! Okay, ich hol ihn mal selber. Ich merk schon, das wird ja nicht mit dir, Kumpel. Oh! Ruhig halten! Ich möchte mal mit L zielen und damit R schießen. Das Problem ist, dass hier L halt Granate werfen ist. Okay, ich komme da auch gar nicht hoch. Ist er tot? Nein. Okay, kein Problem. Arm erwischt. Das war einer. Der sieht ja komisch aus. Hm. Gut, weiter geht's. In die Richtung müssen wir. Da ist schon der nächste. Oh, das sind sogar die nächsten. Ah, die habe ich nicht gesehen. Probier mal. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Taschenlampe an. Hallo? Gute Arbeit. Was ist das? Seid euch sicher. Okay, da ist gerade ein Landungsschiff. Da ist die Action.
Da, in der Wand. Was, in der Wand? Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage. Da. Wo sind wir uns raus? Komm, komm, komm. Da nützt ja auch dein Schutzschild nichts. Sind die Gegner hier unten oder warum? Ich sehe ja gar nichts. Wie dunkel ist denn das hier? Ich glaube, wir müssen nach oben. Da! Du kannst ja nicht einfach runterspringen von da oben. Wenn du dir was brichst. Jetzt hat er auch noch ein Schutzschild oder was? Wie soll ich den denn so treffen? Jawohl, jetzt haben wir. Und die Munition haben wir bitter nötig. Okay, weiter geht's. Wo ist denn noch einer? Wie kommen wir denn da überhaupt hoch? Von da vorne, oder? Ich denke doch mal, dass wir da hoch müssen. Mist. Noch mehr hier drüben. Gebt mir Feuerschutz. Wo denn? Ah, hier kommen wir hoch. Sehr schön. Oh. Nichts passiert. Jetzt hört ihr noch was Lärm. Komm lieber raus und quatsch nicht so rum. Oder was? Ich würde kein Verstecken spielen mit euch. Komm raus. Komm, komm, komm. Jawohl. So. Gibt alles. Der Kartograf muss also hier sein. Was, sie geben alles? Das ist alles? Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage befindet. Aha. Gehen wir weiter rein. Wenn du mir sagst, wie? Ah, hier. Aber die Jungs bleiben natürlich auch eisern im Auto sitzen, ne? Bloß nicht rauskommen. Bloß nicht helfen. Man müsste sich ja bewegen. Und schießen. Und... Sie dürfen die Tür nicht schließen. Problem. Bom. Na, das war ja klar. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Das heißt... Cortana an Keith. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianztruppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Helos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Echo 419 an Bodenteams. Ich bleibe in Stellung und behalte die Allianzler im Auge. Zweiter Trupp, abmarschbereit, sobald alle oben sind.
LZ sieht sicher aus, Sir. Keinerlei Aktivität. Viel Glück, Leute. Gieß, Ende. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Und die ist wo? Ist sie jetzt hier draußen? Oder ist sie drinne? Oder wenigstens mal ein Tipp? Hier kommen wir noch? Ne, hier kommen wir nicht lang. Jetzt bloß wieder draußen. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts und da ist nichts. Und da ist bestimmt auch nichts und da ist auch nichts. Und hier kommen wir aber runter. Tot. Nein. Und da ist nichts und da ist nichts. Und da ist noch viel weniger als nichts. Und da ist auch nichts. Und hier können wir auch nichts machen. Und hier nicht und da nicht und... Da komme ich nicht durch. Okay, also sind wir ja verkehrt. Aber wir wissen es jetzt. Ach ja. Und sonst so bei euch? Alles cool? So, dann gucken wir mal, wo ist das Auto eigentlich abgestellt? Ist das nicht hier? Wo ist denn das Auto? Haben die mir schon wieder mein Auto geklaut? Sind das meine Jungs? Haben die mein Auto in die Luft gesprengt? Hallo? So lange war ich da ja auch nicht weg. Okay, sieht so aus, als ob wir zu Fuß gehen müssen. Ist ja nicht weiter schlimm. Gleich hier runter. Wo ist denn hier unten jetzt irgendwas? Alter, ist das dunkel. Ich sehe hier gar nichts. Und gar nichts ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Okay. Dann gucken wir einfach mal nach da hinten. Stehen die Jungs vielleicht mit dem Auto wieder hier? Ne, ich glaube, das ist wirklich kaputt gegangen diesmal. Ach ja. Oh, Schutzschild. Sehr schön. Muss man ja alles mal mitnehmen. Sieht halt so einladend aus, dieses Tor, ne? Kontrollpunkt. Wie gerne hätte ich jetzt ein Auto. Ist hier so ein Hügel, da hinten ist irgendwas. Ja, hier sind keine Gegner, soweit ich das richtig sehe. Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. Was? Was siehst denn du immer? Na, was ist denn das? Na, was ist denn das? Aha. Ah, da. Habt ihr sie gesehen? Genau da müssen wir jetzt hin. Haben wir noch... Ist das unser Auto? Wo kommt das hierher? Vor allem so umgekippt. Hm. Boah, was war das für ein Schuss? Der hat einfach das komplette Schild weggenommen mit einmal. Bestimmt einer von einer Marineeinheit der Allianz. Das ist ein richtiger Pirat. Arr. So. Was ist... Ui. Das da finde ich irgendwie viel interessanter als den Weg da. Aber naja. Wir gucken noch mal kurz, was es da gab. Ich glaube, da lag noch mal Leben. Jo. Und was ist das? Zu essen brauchen wir nicht. Können wir das Auto wieder hinstellen? Natürlich. Nicht rüber. Ich
glaube, ich mache das Auto gleich wieder kaputt. Jetzt mal liegen lassen. Ich glaube, das ist auch nicht gedacht, dass man hier... Okay, wir lassen es. Wo ist hier der Weg? Hier. So, stirb! Ach, der ist tot. Geh wieder raus. Wo ist denn euer Anführer? Da ist er doch. Feierwind. Naja, eine Plasmagranate falsch geschmissen, zwei dafür eingesammelt, ist ein fairer Tausch. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier wird es immer enger. Ich glaube, es dauert nicht lange, bis die nächsten Gegner auf uns warten. Oh nein. Zwei Stück und wir sind ganz alleine. Die Jungs, die hat es schon entschärft. Okay, hier sind zwei Lebenspacken. Eins sammeln wir jetzt ein. Eins brauchen wir bestimmt gleich. Was ist das denn? Wo ist mein Scharfschützengewehr? Oh Mann, oh. Okay, ich muss nochmal kurz zurück. Ich will nochmal gucken, ob der Anführer nochmal so eine schöne Waffe droppen lassen hat. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht gegen die Bande. Oder so eine orangen. Ja, die ist auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr Munition wäre aber nicht verkehrt. Hat aber keiner, ne? Doch, jawohl. Gut, dann probieren wir unser Glück. Der Schnabel machen wir mal kurz aus. Das hört sich an, als ob man in einer Sporthalle läuft hier. Das schallt so dolle. So, 1, 2, ja, wie machen wir es jetzt? Da liegt noch ein Medikit. Ich hätte gesagt, wir machen uns gar nicht lange rum. Bin ja gleich drin. So, damit müssen wir den ersten schon mal sehr geschwächt haben. Hoffe ich zumindest. Oh, scheiße, sein Schild hat er natürlich noch. Jawohl. Na, das könnte schon reichen. Ja, der wird die Schüsse natürlich alle ab. Schwein. Jawohl, nochmal eins haben wir. Oh, wer kommt denn da noch? Haut ab, ich hab genug zu tun. Der hier ist doch schon stark genug, Alter. Hau ab. Okay, wir bleiben erstmal hier. So viel steht jetzt fest. Hab ich auch noch Granaten? Ja, bloß noch normale. Okay, Plasma-Granaten sind also auch schon alle. Nachladen. Okay, wir müssen. Oh, scheiße. Wir müssen jetzt echt vorsichtig sein, unser Shit ist. Jawohl, wir haben ihn. Nice. Okay. Das sind noch die Rollenboys da hinten. Ich treffe gar keinen davon, ne, mit der Waffe. Das ist echt für'n Arsch. Okay, die letzte Munition. Scheiße. Ich brauche eine andere Waffe. Mit der kann ich nicht viel machen. Aber die hier verlieren ja keine Waffen. Scheiße. Ich muss durch. Habt ihr noch Munition, Jungs? Oh nein, ich kann jetzt nicht mit der hier. Okay, dann machen wir das jetzt hier im Counter-Strike-Modus.
Easy. Nice. Gut, hier haben wir auch nicht mehr viel Munition. Ich hätte gesagt, oh doch, mehr Munition. Warum die ja? Ah, von den Kollegen da hinten. Aha. Die behalten wir aber, die gefällt mir. Das Medikit brauchen wir nicht, unser Leben ist voll. Gehen wir jetzt einfach. Wo ist denn da hin? Da hinten sind sie. Stopp du doch. Okay, der Anführer ist schon mal down, das ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht. Oh nein. Ah, okay, der hat seinen Schussbus aufgeladen. Ich dachte schon wieder einer von den großen. Down. Okay, hätte ich auch noch einen. Also. Machst du das jetzt? Ja, ich glaube schon. Okay, hätten wir das geschafft. Laden wir die gleich mal noch nach. Ja, ja. Oh, nice. Headshot. Schön von der Brücke runtergeschossen. Das Licht an. Damit ihr auch was seht zu Hause. Ich sehe wahrscheinlich noch weniger als ihr. Aber genauso wenig. Ja? Einigen wir uns auf genauso wenig. Das ist echt. Okay, hier komme ich auch runter. Ich will mal kurz gucken, was ist das denn Schönes? Ein Schild. Und noch zwei Schilder. Schön. Den Ort merken wir uns mal. Kann man hier noch irgendwas einstellen? Nee. Schade. Einfach mal wild drauf rumhämmern auf der Tastatur. Irgendwas bewegt sich schon. Was ist das? Oh nein. Wenn hier so viele Schutzschilder sind, dann habe ich irgendwie eine ganz böse Vorahnung. Genau diese Vorahnung hatte ich. Langsam finde ich es ein bisschen übertrieben mit diesen Typen. Die kommen jetzt wirklich nur noch. Ich bin aber gleich zu zweit, ich bin alleine, ja. Also sonst hat man ja immer noch Kollegen dabei, die ihr helfen haben oder so. Okay, der ist down. Hätte ich nicht gedacht. Scheiße, keine Granaten mehr. Okay, Nest ist down. Oh. Ich bin godlike. Ja, ist klar. Ne, und gleich wieder kommen wir auf 5 so eine kleinen Kollegen und zerstören mich komplett. So godlike, wie wir sind. Gut. Gehen wir weiter. Schutzschild? Ich weiß nicht, lohnt sich das? Wollen wir nochmal? Ja, komm. Wir holen nochmal schnell ein Schutzschild. Das ist ja gleich hier vorne. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wir haben halt keine Granaten mehr. Ich hätte halt wirklich noch gerne eine Granate. Eine Renate hätte ich noch gerne. So, Schutzschild. Hallo? Muss ich das erst komplett aufbrauchen oder was? Boah, Granate. Halt. So. Da sehen wir auch wieder was. Nachgeladen ist die Waffe. Die auch. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Okay, das ist ein ziemlich langer Flur auf jeden Fall. Was ist das denn? Mit Holo-Konsole das Sicherheitssystem runterfahren. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt.
Ja, nee, ist klar. Da haben wir schon gesehen, was auf uns lauert auf der anderen Seite. An der Stelle machen wir aber eine kleine Folgenpause. Ob wir es schaffen, hier rauszukommen oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Lasst ein Abo da. Ich freue mich über euer Feedback. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.